Hallo und herzlich willkommen zurück zur Rhetorik mit Aristoteles und mir, dem Netzkaiser. Heute wollen wir über die drei Arten der Rede und ihren Zusammenhang sprechen. Und ja, wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, ist es vielleicht besser, wenn ihr dieses Video zuerst schaut. Also das erste Video, nicht dieses. Gut, fangen wir an. Es gibt drei Arten von Reden, die Beratungsrede, die Gerichtsrede und die Festrede. Diese können wir dann noch jeweils in die Pro- und in die Kontraseite unterteilen. So kann man zu etwas raten oder von etwas abraten. Man kann anklagen oder verteidigen. Man kann loben oder schmähen. So gibt es also die Beratungsrede, welche dazu rät, etwas zu tun, und jene, die davor warnt, etwas zu tun. Des Weiteren kann die Gerichtsrede eine Anklagerede oder eine Verteidigungsrede sein. Die Festreden sind entweder Lobreden oder Schmähreden. Aristoteles hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns zu zeigen, wie wir nun eine dieser sechs Reden vorbereiten und halten sollten. Um die Grundlagen für die Sachebene einer Rede zu schaffen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was einen Wert besitzt. Denn diese Dinge sind es, zu denen man Menschen raten sollte. Ebenso sind es diese Dinge, weswegen Menschen Unrecht begehen. Und es sind auch diese Dinge, wegen derer wir Menschen loben. Ohne dass ich das jetzt hier viel kommentieren möchte, möchte ich es hier als gegeben hinstellen, dass das Leben einen Wert hat, dass Geld einen Wert hat und dass Freunde einen Wert haben. Aristoteles gibt sich viel Mühe aufzuzeigen, warum alle diesen Dingen ein Wert inne ist und auf welche Art sie uns wertvoll und erstrebenswert erscheinen können. Da es hier zu weit ausgeholt wäre und ich vermute, dass der Zuhörer erahnen kann, weshalb diese Dinge wertvoll und erstrebenswert sind, soll die Feststellung, dass es so ist, genügen und ich möchte hieran den Zusammenhang der einzelnen Reden verdeutlichen. Man beginnt mit der Beratungsrede. Man rät zu oder rät ab. Wenn man sachlich vorgeht, rät man zu dem, was Wert hat und rät von dem ab, was keinen Wert hat oder Werte vernichtet. Zumindest aber muss es den Anschein haben, damit der Rat befolgt wird, dass wir durch die Befolgung des Rates zu Dingen geraten, die Wert haben, die wertvoll sind oder erstrebenswert. Um jetzt ein möglichst bekanntes Beispiel zu wählen, habe ich mich entschieden, über den Fall Judas zu sprechen. Ihr kennt vielleicht die Bibel. Judas hat Jesus verraten, um 30 Silberlinge zu bekommen. Und ja, da kamen also zwei Römer zu Judas und wollten ihn dazu raten, Jesus zu verraten. Was sagten sie ihm? Judas, wenn du Jesus verrätst, bekommst du 30 Silberlinge von uns. Das ist eine Menge Geld, die du sicher gut gebrauchen kannst. Überleg es dir, aber so leicht verdientes Geld bekommst du nie wieder. Nehmen wir an, Judas war sich nicht sicher, ob er das Angebot annehmen sollte und fragte einen guten Freund um Rat. Dieser sagte vielleicht, was sind 30 Silberlinge? Jesus ist dein bester Freund. Möchtest du wirklich einen guten Freund für 30 Silberlinge verlieren? Und was hat er nicht schon alles für dich getan? Er bricht das Brot und macht Wasser zu Wein und teilt mit dir. Kann man das alles und die Freundschaft mit 30 Silberlingen aufwiegen? Du solltest Jesus nicht verraten. Das waren nun also zwei Ratschläge. Der eine rät zum Verrat und der andere rät davon ab. Wie wir wissen, tat Judas es doch, also wird es Zeit für eine Gerichtsrede. Für die Gerichtsrede werden die Ratschläge einfach leicht umformuliert.
Die Anklage gegen Judas könnte sein: Weil man Judas 30 Silberlinge anbot, verriet er Jesus und lieferte ihn an die Römer aus, die ihn umbringen wollten. Jesus musste sein Leben für 30 Silberlinge verlieren. Ich sage euch, Judas ist ein schlechter Mensch. Wir müssen ihn richtig hart dafür bestrafen, damit er lernt, dass sich Ungerechtigkeit nicht auszahlt. Der Verteidiger könnte einwenden: Ja, Judas hat Jesus geküsst, damit dieser umgebracht werden kann. Aber wer sagt denn, dass er es um des Geldes willen getan hat? Jesus brach das Brot und machte Wasser zu Wein. Wer einen Freund wie Jesus hat, wofür braucht er noch Geld? Die 30 Silberlinge sind eine magere Entschädigung für den Wein und das Brot, welches Jesus dem Judas noch geschenkt hätte. Wenn nun also klar ist, dass dieses Geld nur den Annehmlichkeiten entspricht, welche Judas durch seine Freundschaft zu Jesus zufielen, wie könnt ihr behaupten, dass er es um des Geldes willen getan hat? Er bekam nichts dafür, aber er verlor einen Freund. Ja wahrlich, ich sage euch, Judas tat den Verrat um der Gerechtigkeit willen. Warum sollten die Römer Jesus denn töten? Wollt ihr behaupten, Jesus starb unschuldig? Wenn die 30 Silberlinge so viel Geld wären, so hätte es auch jeder andere von Jesus Jüngern tun können. Aber sie besaßen nicht den Anstand, die Gerechtigkeit mehr zu lieben als einen Freund. Wir sollten mild zu Judas sein oder gar ganz auf eine Strafe verzichten. Wie wir sehen, wird ein Ratschlag einfach umformuliert, wenn wir die Beratungsrede kennen oder erarbeiten können, ist es ein leichtes, sie zu einer Gerichtsrede umzuformulieren. Denn die gleichen Gründe, aus denen wir einem zu etwas raten, aus den gleichen Gründen wird er auch so handeln. Und wenn ein Ratschlag überzeugend ist, so ist es auch überzeugend, dass einer so handelte. Bei den Festreden loben und tadeln wir. Auch hier loben wir, was einen Wert hat, und tadeln das Gegenteil. Eine Lobrede auf Judas würde sich aus dem schon Gesagten ergeben. Wir nehmen die Verteidigungsrede und formulieren sie um. Wir sollten jedoch den Anschein erwecken, dass Judas regelmäßig so handelt. Für die Schmährede gilt das Gleiche, denn auch die Schmährede ist eine Festrede. Wir nehmen des Judas schlechte Tat und stellen es so dar, als sei es seine Gewohnheit, so zu handeln. Die Lobrede auf Judas wäre demnach: Heute wollen wir Judas für seinen unermüdlichen Sinn für Gerechtigkeit loben. Erst jüngst verriet er seinen Freund Jesus, damit dieser seine gerechte Strafe erhalten konnte. Für die Gerechtigkeit ist ihm wirklich kein Preis zu hoch. Möge er uns allen ein leuchtendes Vorbild sein. Die Schmährede auf Judas wäre diese: Judas schreckt wirklich vor gar nichts zurück. Dass er geldgierig ist und nur seinen eigenen Vorteil kennt, wissen wir ja schon lange. Vor kurzem aber nun erreichte seine Gier einen neuen Gipfel. Judas half für 30 Silberlinge tatsächlich dabei, dass sein Freund hingerichtet wurde. Wer Judas zum Freund hat, der braucht wahrlich keine Feinde. Wie ich aufzeigte, ergeben sich aus der Beratungsrede alle anderen Reden. Und für eine Beratungsrede muss man auf sachlicher Ebene wissen, was den Menschen erstrebenswert scheint und was einen Wert hat. Diese Analyse könnte das Thema der nächsten Folge sein, oder wir könnten uns mit den Gründen und Ursachen beschäftigen, weshalb ein Redner als glaubwürdig erscheint. Ich verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen und möchte euch bitten, euren Wunsch für die nächste Folge in den Kommentaren zu äußern. Für die Bewertungen gilt das Übliche: 5 Daumen bitte nach oben machen, dann werde ich die nächste Folge hochladen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video auch gerne weiterempfehlen an Freunde, wo ihr denkt, denen das auch gefällt. So kommen wir vielleicht schneller an die benötigten
einen Daumen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.